Ich darf als nächsten Redner aufrufen den Herrn Dr. Markus Büchler von der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Bitte schön, Herr Kollege. Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Sie kennen vielleicht das Sprichwort, wenn die Autoindustrie hustet, ist Bayern krank. Die Autoindustrie hat aber nach unserem Dafürhalten nicht nur einen leichten Schnupfen, sondern sie hat einen hochansteckenden Keuchhusten und das macht uns Grünen große Sorgen. Das Ziel ist für uns Grüne klar. Das Auto von morgen hat keinen stinkenden Auspuff mehr. Es fährt sicher und digital und es kommt aus Bayern. Bayerns Autoindustrie ist too big to fail für den bayerischen Wohlstand. Über 500.000 Menschen tragen in der Autoindustrie zu Bayerns Wohlstand bei und sie bangen um ihre Zukunft. Wenn Sie in der Regierung endlich eine Strategie vorlegen, wie Autos abgasfrei werden, dann schwimmt unsere Autosindustrie in Bayern den Bach hinunter, so wie Nokia, und landet hier nebenan im Deutschen Museum neben den Dinosauriern. Die Frage ist nicht, ob die Verbrenner verschwinden, sondern wie schnell. China und die USA drängen voran. Nur bei uns kauft kaum jemand ein sauberes Auto, zum Beispiel ein E-Auto. Und es ist ja auch logisch, wenn man auf sein Auto angewiesen ist, muss man es auch irgendwie tanken oder aufladen können. Deshalb sorgen Sie endlich dafür, dass Wasserstoff und Ladesäulen überall verfügbar sind. Andere Länder können es doch auch. Komplizierter ist es hingegen bei den Nutzfahrzeugen, auch eine wichtige Sparte für Bayerns Wirtschaft. In Nürnberg haben wir ein führendes Motorenwerk. Fast 5.000 Mitarbeiter arbeiten dort und bangen ebenfalls um ihre Zukunft. Viel Geld wurde dort in die Innovation investiert. Emissionsfreie Lkw wurden entwickelt. Aber die müssen jetzt auch verkauft werden, damit die Flottengrenzwerte der EU eingehalten werden. Und da frage ich Sie, wer bitteschön soll im höchstpreissensiblen Speditionsgewerbe einen hochmodernen, super tollen Null-Emissions-Lkw kaufen, wenn er aber das Doppelte kostet? Niemand macht es, weil Sie die Rahmenbedingungen nicht auf die Märkte von morgen ausrichten, meine Damen und Herren. Wenn Sie Bayerns Wohlstand sichern wollen, dann machen Sie endlich eine zukunftsfähige Industriepolitik, sonst macht China das Geschäft. Das heißt, rauf mit der Lkw-Maut für die Verbrenner, Vergünstigungen für saubere Fahrzeuge, Markthochlaufprogramme, Forschungsförderung und so weiter. Die bayerische Industrie kann viel, aber sie ist nicht der Baron von Münchhausen, der sich selber am Schopf aus dem Sumpf ziehen kann. Die Industrie wartet auf Ihr Handeln, meine Damen und Herren in der Regierung. Tun Sie doch was! Verehrte Kolleginnen und Kollegen, das Wohl unserer Wirtschaft in Bayern hängt auch an einer leistungsfähigen Infrastruktur. Und da schaut es rappelfinster aus in Bayern. Jahrzehntelang nur Straßen gebaut, sodass wir jetzt, welch Überraschung, am Straßenverkehr ersticken. Die Staus sind ein Riesenproblem, auch für den Wirtschaftsverkehr. Ihre verkorkste Verkehrspolitik fügt der bayerischen Wirtschaft Milliardenschäden zu. Hören Sie doch, was die IHK von der Landespolitik wünscht. Wir alle haben dieses Heftal im Wahlkampf bekommen. Was steht da drin? Was wünscht sich die IHK? ÖPNV verbessern, neue Mobilitätsangebote entwickeln, alternative Antriebe, Digitalisierung des Verkehrs. Soweit die Wunschliste der IHK. Ja, dann fangen wir damit doch endlich mal an. Unsere verlotterten Schienen zu sanieren, Strecken zu elektrifizieren, Strecken zu reaktivieren und die vergammelten Bahnhöfe endlich mal herzurichten, Verkehrsverbünde flächendeckend in ganz Bayern zu schaffen und Busse im Stundentakt in jedes Dorf zu schicken, so wie es Baden-Württemberg auch kann. Dann wandern auch weniger Leute in die Städte ab, dann bleibt auch die lokale Wirtschaft im Ort. Bauen wir Busse, Bahnen und Radschnellwege aus, damit die Straßen frei werden für den Wirtschaftsverkehr. Wir brauchen die Verkehrswende nicht nur für den Klimaschutz, sondern auch für Wirtschaft und Wohlstand in Bayern. Ich bedanke mich, Herr Dr. Büchler, für Ihren Beitrag.